Jetzt wird es wirklich spannend, denn der S&P 500 hat seit Anfang 2024 fast 10% zugelegt. Wir bewegen uns langsam aber sicher in eine heiße Phase und es wurde erneut ein sehr interessantes Signal ausgelöst. Ich selbst, und das wissen ja die meisten hier, bin schon sehr lange ein Verfechter von der Buy-the-Dip-Strategie, die sich vor allem in den letzten Quartalen und auch in den letzten Monaten extrem ausgezahlt hat. Deswegen sagte ich auch zum Beispiel im Jahr 2023, Ende Oktober, folgendes. Also wir hatten ja zum Beispiel in der Vergangenheit festgestellt, generell die Monate August, September, Oktober, da hatte ich euch auch Ende Juli schon ganz klar gesagt, die sind eigentlich nicht so gut, vor allem in einem sogenannten Pre-Election-Year. Normalerweise geht es dann eigentlich los, dass der Aktienmarkt dann korrigiert. Genau das haben wir gesehen. Nichtsdestotrotz haben wir kurzfristig auch einige positive Sachen, die man jetzt nutzen kann für sich selber, um zum Beispiel kurzfristig dann eben zu profitieren oder vielleicht langfristige Positionen dann günstig zu eröffnen. Also zum einen haben wir hier einmal den Markt, wenn wir uns den jetzt einmal hier anschauen beim S&P 500, dann sehen wir beim RSI-Indikator, wir sind hier im Überverkaufbereich und jedes Mal, wenn wir im Überverkaufbereich sind, das habe ich euch auch immer wieder gezeigt, das könnt ihr hier ganz gut immer sehen, dann konnten wir sehen, dass hier tatsächlich ein Boden gebildet wurde und danach kam dann eben wieder so ein Bouncer nach oben. Das heißt, kurzfristig gesehen können wir ganz klar sehen, okay, wir sind im Überverkaufbereich. Was auch sehr positiv ist zum anderen, ist tatsächlich, dass wir jetzt hier beim Fear and Greed Index uns jetzt im Extreme 4 Bereich befinden und jedes Mal, wenn der Aktienmarkt sich im Extreme 4 Bereich befindet, bleibt er dort nicht allzu lange, sondern wir sehen zumindest einen Spike, dass dieses Pendel dann eben wieder ausschlägt, entweder in den 4 Bereich oder Neutralbereich, weil die Leute dann eben wieder gewillt sind, dort einzusteigen. Zum anderen, auch wenn man sich die 10-jährige Bundesanleihe anschaut bezüglich der Zinsen in den USA, wird man feststellen, dass die schon sehr, sehr stark nach oben gespiked ist und eigentlich auch bereit ist, wieder erstmal ein bisschen nachzugeben und nach unten zu gehen. Also es wird jetzt kein gewaltiger Einbruch dort stattfinden, aber nichtsdestotrotz kann man davon ausgehen, chartanalytisch, dass wir sehen werden, dass das Ganze wieder sich etwas abflachen wird und daraufhin sollten auch die Aktienmärkte wieder sich ein wenig erholen. Seitdem ist natürlich schon sehr viel passiert. Es sind einige Monate vergangen und jetzt in der Zukunft können wir tatsächlich beobachten, dass die Zinssätze der 10-jährigen Bundesanleihe in den USA gesunken waren. Während dieser Zeit ist der S&P 500 durchgestartet wie eine Rakete und ich habe immer wieder in meinen Analysen darauf hingedeutet, dass für mich persönlich das Risiko, nicht investiert zu sein in den Märkten, deutlich höher scheint, als in den Märkten investiert zu sein. Denn an der Stelle versuchen wir ja irgendwie die Inflation zu bekämpfen, die jeden einzelnen Tag unsere Kaufkraft auffrisst. So konnten wir dann auch in der Zwischenzeit einzelne Aktien, aber auch Kryptowährungen finden, die sich in den Kursen extrem vervielfachten. Ist einfach nur der Wahnsinn. Hier an der Stelle aber trotzdem nochmal bitte vorsichtig sein, Leute. Meine Videos dienen nur zu Entertainment-Zwecken. Es sind keine Handlungsempfehlungen. Erstellt bitte eure eigenen Analysen. Trotzdem freue ich mich natürlich, dass ich zahlreiche Mails von euch bekomme, dass ihr extrem viel Geld verdienen konntet. Das macht mich sehr, sehr glücklich. Ähnlich wie die immer weiter steigende Anzahl meiner Abonnenten hier auf dem Kanal. Also sollte euch hier weiterhin der Content weiterhelfen und gefallen, könnt ihr mich komplett kostenfrei unterstützen. Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren mit Glocke, dann bleibt ihr natürlich auch weiterhin up to date. Und schreibt mir sehr, sehr gerne eure Meinung und These zu den Märkten unten in die Kommentare. So, bevor wir jetzt zu den ganzen spannenden Daten und Signalen an den Märkten kommen, werden wir heute ein wenig anders starten, denn viele von euch haben mich ja immer wieder darum gebeten, etwas zu erstellen, indem ich sehr zeitnah meine Recherchen, meine Analysen, aber auch mein Portfolio mit euch teile. Und genau diesem Wunsch bin ich nachgekommen. Natürlich nicht, weil ich Jesus bin oder sowas, Leute. Ich hoffe natürlich auch, dass sich das Ganze für mich langfristig rentieren wird. Denn ich habe verdammt viel Geld in die Hand genommen. Deutlich mehr, als ich eigentlich mir selber erhoffte und auch eigentlich am Anfang durchgerechnet hatte. Nichtsdestotrotz macht mir persönlich das Ganze natürlich auch Spaß. Ich habe jetzt wirklich gearbeitet wie ein Verrückter, teilweise 100 Stunden die Woche. Meine Frau hat nichts von mir mitbekommen. Ist ein bisschen krass. Ich bin auch tatsächlich jetzt langsam, aber sicher ausgelaugt. Nichtsdestotrotz hatte ich euch versprochen, ich werde das umsetzen. Und ich bin jemand, wenn ich etwas verspreche, dann möchte ich das Ganze auch halten. Hier kommen wir einmal zu meiner Webseite. Das Ganze nennt sich Finero Folio. Ich werde logischerweise auch einen Link in der Beschreibung dalassen. Werde auch zwischendurch immer wieder in meinen Videos, Livestreams auf diese Seite dann natürlich auch verlinken bzw. auch darauf eingehen. Das Ganze steckt noch in den Kinderschuhen. Also es wird davon leben, dass ihr mich dann darauf hindeutet, wenn irgendwelche Probleme oder Bugs oder sowas entstehen, dann gerne natürlich an der Stelle Bescheid geben. Wir werden das gemeinsam ausbauen. Ich werde dann über die Zeit hinweg noch viele Funktionen dazu basteln. Aber wenn ihr euch die Seite einmal anschaut, dann werdet ihr sehen, natürlich hier auf der Startseite werden hier Analysen zu finden sein. Generell für euch im Grunde genommen am wichtigsten wird es natürlich sein, hier einmal der Punkt Analysen. Hier werde ich dann verschiedene Kryptowährungen und auch Aktien, Unternehmen, alles Mögliche analysieren und dann dementsprechend posten. Das Ganze wird sich so aufsplitten, dass ich zum einen Teil die Sachen komplett kostenfrei anbiete und zu einem anderen Teil natürlich nur an Mitglieder, die mich dann versuchen werden zu unterstützen, damit sich das Ganze ja auch irgendwie für mich rechnet. Ich habe auch laufende Kosten, ich habe Lizenzen, ich habe Abos abgeschlossen, wie ein Verrückter in Deutschland. Also ich habe mehr Abos, ich brauche da eine Excel-Tabelle, damit ich überhaupt erstmal hier klarkomme. Aber auf jeden Fall wird das Ganze so gemacht sein, dass halt jeder hier daran teilnehmen kann.
Runtergebrochen kostet das gerade mal 50 Cent, also um diese Seite jetzt hier einmal zu abonnieren, mich zu unterstützen. Dementsprechend, ganz ehrlich Leute, also wenn man keine 50 Cent hat am Tag, um jetzt zum Beispiel hier Analysen, und dafür brauche ich dann Wochen teilweise, um das Ganze zu analysieren, dann einfach so zu konsumieren, dann weiß ich auch nicht weiter. Auf jeden Fall an der Stelle werde ich auch Tutorials noch implementieren. Da wird noch ganz viel kommen zu Fundamentalanalyse, zu Chartanalyse. Ich habe hier schon mal angefangen, einige Tutorials hier zu uploaden, damit ihr das Ganze sehen könnt. Falls ihr da auf jeden Fall Bock drauf habt und sagt, es gefällt euch, dann könnt ihr gerne auf diese Seite drauf gehen. Wie gesagt, unten verlinkt. Dort könnt ihr euch dann eben entscheiden, ob ihr das Ganze abonnieren wollt oder eben nicht abonnieren wollt. Wie gesagt, kostenlos ist das Ganze auch möglich. So oder so freue ich mich mit euch, dieses Projekt dann wirklich zum Erfolg zu bringen. Und damit kommen wir jetzt wirklich zu den Signalen, zu den Daten und zu der Analyse des Aktienmarktes. Zum Ende werde ich übrigens noch was zu Altcoins bzw. zum Kryptomarkt sagen. Also es wird heute sehr, sehr spannend sein. Wir haben ja auf jeden Fall gemeinsam beobachtet, dass die Breite des Marktes immer bullischer wird und auch tatsächlich das ein oder andere Signal auslöste. Jetzt konnten wir auch beobachten, dass der S&P 500 jetzt in den letzten 20 Wochen knapp 20% zugelegt hatte, und normalerweise, wenn wir das sehen, dann wird wieder ein sehr schönes Signal für die Aktienmärkte ausgelöst, und zwar hier einmal dieser grüne Punkt, das könnt ihr sehr schön hier beobachten, und dieser bedeutet im Grunde genommen, dass die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass man 12 Monate später dann im Plus sein wird. Also für alle, die sich jetzt aktuell Sorgen machen, vielleicht im Minus sind, es könnte durchaus sein, wie immer keine Anlageempfehlung, aber es könnte durchaus Sinn machen, Kurse zu verbilligen und das Ganze einfach nur auszusitzen. Das werde ich auch auf der Webseite übrigens erklären. Ich persönlich konnte nämlich mit meiner Strategie, aber da muss jeder selbst natürlich eine eigene Strategie erstellen, schon verdammt viel Geld verdienen. Ich bin ja gerade mal 31 Jahre alt, habe hier ein Haus gekauft mit meiner Frau, schon mehr als 100.000 hier investiert. Wir haben aber immer noch sehr viel Kapital, das werdet ihr dann auf der Seite immer natürlich sehen. Wobei hier aber natürlich der Fokus drauf sein wird, dass ihr mich nicht einfach kopiert, sondern euch eure eigenen Strategien anhand meiner Erfahrungen und meines Wissens dann erstellen könnt. Und hier kommen wir jetzt weiter zum S&P 500, denn es sieht auch weiterhin sehr, sehr bullisch aus. Das muss man auch an der Stelle sagen. Die ersten 50 Tage des S&P 500 waren sehr, sehr gut. Und normalerweise, wenn wir sehen, dass diese sehr bullisch beginnen, dann können wir auch davon ausgehen, mit einer 96%igen Wahrscheinlichkeit, dass der S&P 500 auch bis zum Ende des Jahres dann auch gut abliefern wird. Das bedeutet aber an der Stelle natürlich nicht, dass wir nie wieder eine Korrektur bekommen werden, nie wieder einen Dip bekommen werden. Nein, 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 Leute, bitte vorsichtig sein. Diese werden definitiv kommen, ähnlich wie im Jahr 2023. Es wird sich anfühlen wie der ganz große Crash. Alle werden Panik bekommen, alle werden den Minus wieder verkaufen, also vor allem die Kleinanleger. Wir müssen aber rational bleiben, und deswegen mache ich ja diese ganzen Videos mit diesen ganzen Signalen, Daten und sonst was, nicht um euch voll zu labern, sondern um euch darauf vorzubereiten, an den Märkten richtig Kohle zu machen. Deswegen machen wir das Ganze hier gemeinsam, und deswegen mache ich auch gerne die Livestreams, Twitter und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, wenn wir uns das Ganze hier anschauen, dann sehen wir solche Pullbacks, genannt jetzt hier in dieser Statistik, sind vollkommen normal. Die können mal größer, mal kleiner werden. Von daher einfach aussitzen, beziehungsweise, was ich ja auch immer wieder sage, mit meiner Tranchenstrategie Kurse verbilligen. An der Stelle möchte ich bitte auch noch einmal darauf hinweisen, ich weiß, wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, dass natürlich jetzt der Anfang des S&P 500, Anfang 2024, sehr bullisch war. Die letzten Monate waren auch sehr bullisch, und es scheint so, als wäre natürlich alles wunderbar, beziehungsweise wenn man sich die Vergangenheit anschaut, dann sieht es immer alles so aus, als wäre alles tippitoppi, und es sieht so aus, als wäre die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass wir weiter steigen werden. An der Stelle gibt es aber auch immer natürlich ein paar Unterschiede. Es ist nie so, beziehungsweise es wird nie so sein, dass alles komplett identisch ist. Und hier an der Stelle muss man dann auch berücksichtigen, ja, wir sahen, dass der Januar und der Februar beim S&P 500 sehr gut gestartet ist. Aber wenn wir uns das hier einmal anschauen, dann sehen wir, dass wir hier doch kleine Unterschiede haben, zum Beispiel zum Durchschnitt. Denn das Kurs-Gewinn-Verhältnis oder auf Englisch auch die P-Ratio vom S&P 500 ist jetzt aktuell deutlich höher als im Durchschnitt. Also wir sind jetzt knapp bei 30. Wir haben jetzt auch verglichen mit dem normalen Durchschnitt eigentlich keine normale Zinskurve, sondern eine inverse Zinskurve. Und das sind natürlich alles so kleine Unterschiede, die man unter anderem auch beachten muss. Es heißt jetzt nicht, dass jetzt sofort die Welt untergehen wird, aber dennoch sollte man diese kleinen Unterschiede natürlich auch bemerken. Wenn wir uns jetzt noch einmal die Saisonalität des S&P 500 anschauen und das noch einmal im Vergleich zu dem Jahr 2024. Ich versuche hier so viele verschiedene Charts und Daten wie möglich rauszuhauen, denn traue niemals einer Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Man kann alle Statistiken so verdrehen und anpassen, dass es irgendwie zu der eigenen These passt. Deswegen muss man sich auch ganz viele verschiedene Daten dann eben anschauen und diese auswerten. An der Stelle sehen wir aber auf jeden Fall ganz klar, dass der S&P 500 einen brutalen Start hat dieses Jahr.
und wir jetzt bisher immer noch nicht diese saisonale Korrektur bekommen haben. Wir werden gleich noch ein paar andere Daten anschauen. Also von daher sollte die irgendwann demnächst in den nächsten Wochen oder Monaten kommen, dann sollte hier an der Stelle, zumindest alle, die mich jetzt lange verfolgen, niemand so richtig überrascht sein. Erklären lässt sich das Ganze sehr simpel, denn wir sehen, dass jetzt zum Beispiel die Zuflüsse bei den Investmentfonds, die natürlich hauptsächlich in Aktien investieren, jetzt gerade gewaltig sind. Das seht ihr hier sehr schön an diesem Balken. Es geht durch die Decke. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Und das erklärt auch, warum der S&P 500 immer weiter nach oben steigt. Es gibt jetzt aktuell eine sehr schöne Parallele zwischen 2024 und 2012. Also generell das Jahr 2024 oder auch das Jahr 2023 ähnelt natürlich schon dem ein oder anderen Jahr in der Vergangenheit. Hier sehen wir aber zum Beispiel der Anfang von 2012 und der Anfang von 2024 ist quasi schablonenartig, ist schon wirklich der Wahnsinn. Wir haben hier bei beiden einen richtig krassen Start nach oben. In dieser Statistik sieht es aber tatsächlich auch so aus, als würde dann irgendwann ein Dip oder eine Korrektur noch auf uns zukommen. Und wie gesagt, an der Stelle seid dementsprechend bereit. Aber ich habe ja auch schon in vielen Videos erklärt, mit wirklich langfristigen Investments versuchen, die Märkte zu timen, kann wirklich blöd sein und man könnte dementsprechend dann auch auf die Schnauze fallen bzw. sehr viel Rendite liegen lassen. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel nochmal hier den S&P 500 Presidential Cycle anschauen, wir sind ja jetzt in einem sogenannten Wahljahr, dieses Jahr wird in den USA der Präsident gewählt, dann sehen wir hier in dieser Statistik zum Beispiel, dass normalerweise eigentlich das Jahr nicht so stark beginnt. Also wir sehen jetzt eigentlich den Anfang des Jahres eigentlich nicht so stark. Wir sehen sogar tatsächlich im Mai dann einen negativen Monat, bis es dann so richtig im Juni, Juli, August losgeht. Ob das jetzt bedeutet, dass wir jetzt ein bisschen anders uns entwickeln werden, weiß ich nicht. Aber an der Stelle, und das habe ich ja auch schon oft gesagt und erklärt, gehe ich persönlich davon aus, dass wir im Juni, Juli ungefähr da irgendwo Zinssenkungen bekommen werden. Und spätestens da oder beziehungsweise vorher sollte man investiert und platziert sein. Keine Handlungsempfehlung, weil danach werden wunderbare Sachen meiner Ansicht nach an den Märkten passieren. Schauen wir uns jetzt hier noch einmal die Magnificent Seven an. Dann werden wir jetzt aktuell erkennen, dass die jetzt nicht mehr so stark miteinander korrelieren. Also hier zum Beispiel April 2023 sind fast alle gleich im Kurs verlaufen. Also die Entwicklung war schon sehr, sehr ähnlich. Jetzt, 2024, gehen diese immer weiter auseinander. An der Stelle sollte jeder berücksichtigen, dass das Geld an den Märkten niemals starr rumliegt. Es rotiert die ganze Zeit. Zum Beispiel habe ich sehr oft Kommentare bekommen, ach, hätte ich doch in Palantir investiert während des Bärenmarktes, während Palantir dann im Keller war und andere Aktien halt komplett im Top. Oder auch zum Beispiel, hätte ich mal in Solana investiert, als es komplett im Keller war, während andere Kryptowährungen teilweise aber nach oben gestiegen sind. Ich persönlich war ja einer dieser Investoren bei beiden und kann euch versichern, normalerweise, und das ist meine Strategie, lohnt es sich, dann in diese abgestraften Titel wie zum Beispiel in Tesla einzusteigen, weil die Märkte dann logischerweise wieder rotieren werden, die Narrative werden sich verändern und dementsprechend wird man dann auch wieder richtig gut Kohle machen. Aber das ist meine Strategie, wie gesagt, macht eure eigene Strategie. Und was auch noch sehr, sehr wichtig ist, weil viele sich immer noch Sorgen machen wegen den Gewinnen der einzelnen Unternehmen im S&P 500, aber auch natürlich generell, an der Stelle sollte man auch zum Beispiel nicht vergessen, dass normalerweise, wenn wir zum Beispiel sehen, dass die Gewinne der Unternehmen runtergehen, aufgrund von schlechten Wirtschaftsdaten, Rezession oder generell irgendwas passiert bei dem Unternehmen einzeln, dass dann der Rebound dann deutlich stärker sein wird als das, was man normalerweise erwartet. Also man sieht dann tatsächlich, dass die Gewinne dann so richtig nach oben ziehen und daher können wir auch davon ausgehen, weil wir das ja auch gesehen haben, zum Beispiel im Jahr 2022 und jetzt geht es ja los, dass seit 2023 ins Jahr 2024 die Gewinne der Unternehmen sich erholen, dass das Ganze dann auch die Märkte weiter nach oben pushen wird. Jetzt sind auch die aktuellen Erwartungen immer noch, dass die Earnings per Share, also die Gewinne pro Aktie, dann auch in den nächsten Quartalen, also durch das laufende Jahr 2024, weiter zulegen werden, was sehr, sehr positiv ist. Man geht sogar davon aus, dass die Magnificent Seven an der Stelle, wie gesagt, Tesla könnte man vielleicht an der Stelle einfach rausrechnen oder raushalten, aber man geht hier einfach davon aus, dass jetzt die anderen Unternehmen, die vielleicht noch nicht so stark an dieser Rallye partizipiert haben, dass diese dann im Laufe der Zeit dann deutlich stärker zurückkommen werden und dass wir dann auch sehen werden, zum Beispiel im vierten Quartal 2024, dass diese auf einmal mehr Gewinne dann vom Wachstum her
rausbringen werden bzw. ausweisen werden. Und wenn wir uns jetzt auch den Russell 2000 anschauen, weil ich weiß, dass viele von euch ja auch in Small Caps investiert sind, dann sieht es hier auch nicht allzu schlecht aus. Ja, wir haben bisher mitbekommen, dass der dem S&P 500 unterlegen war. So muss man das ja einfach zugeben. Aber es sieht so aus, als würde der Russell 2000 sich auch langsam erholen. Wir sahen ja zum Beispiel jetzt im Dezember, dass es jetzt bei den Gewinnen so richtig angezogen ist. Also wir hatten ja hier wirklich eine ganz schlechte Zeit mal gehabt. Jetzt geht es aber wieder nach oben und sollten wir dann auch auf einmal beobachten, dass der Russell 2000 auch insgesamt mit den Gewinnen nach oben gezogen wird, dann werden wir auch sehen, dass der ETF dann dementsprechend gut performen wird. Wobei, man sollte hier auf jeden Fall aufpassen, im Russell 2000 gibt es noch sehr viele Unternehmen, die nicht profitabel sind. Und falls man da jetzt ein schlechtes einzelnes Unternehmen erwischt, dann könnte man damit auf jeden Fall auch einiges an Geld verlieren. Für uns ist auch sehr, sehr wichtig dieser Indikator, und zwar ist das einmal hier von der University of Michigan, der Consumer Sentiment Indicator oder Index, wie auch immer ihr das Ganze betiteln wollt. Und hier, wenn wir uns das einmal anschauen, dann sieht es gerade so aus, als wären die Konsumenten sehr zufrieden. Wir waren ja hier einmal in einem negativen Bereich, das heißt, die Konsumenten waren sehr, sehr negativ. Wenn wir uns hier einmal diesen Chart anschauen, dann sehen wir, normalerweise, wenn wir in den negativen Bereich reinfallen, dann bleiben wir halt eine Weile in dem negativen Bereich. Aber sobald es dann nach oben geht, erholt sich das Ganze langfristig und nachhaltig. Und in dieser Zeit steigt auch dementsprechend der Aktienmarkt bzw. die verschiedenen Indizes. Und genau das haben wir jetzt hier auch gesehen. Wir hatten ja eine sehr schlechte Einstellung von vielen Konsumenten zum 2020 aufgrund der Pandemie, dann 2022 aufgrund der Inflation. Also wir hatten schon echt einige Probleme. Aber wir sehen das erste Mal, dass wir uns hier nach oben hin bewegt haben. Und das ist auch unter anderem das erste Signal, dass wir vielleicht sogar auch im Jahr 2025 und 2026 keinen Crash bekommen werden an den Märkten. Das sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm behalten. Und es gibt hier auch einmal den Bellwether Stock Index, der jetzt aus verschiedenen Aktien entsteht und im Grunde genommen so breit gefächert ein wenig die Wirtschaft abbildet. Wir haben hier Apple dabei, wir haben hier AMD, Amazon, Disney, Johnson & Johnson, also ein paar verschiedene Unternehmen. Hier ist alles einmal aufgelistet, Walmart. Also sehr interessant und hier sehen wir auch einen Ausbruch nach oben, was logischerweise ein sehr bullisches Signal darstellt. Dennoch sollten wir berücksichtigen, dass wir jetzt kurzfristig doch ein wenig überhitzt erscheinen an den Aktienmärkten. Wir sind jetzt laut diesem US Equity Sentiment Indicator auf einem ähnlichen Level wie im Juli 2023. Den Indikator habe ich auch schon das eine oder andere Mal hier aufgegriffen in den Videos, in den Analysen. Auf jeden Fall bedeutet das jetzt nicht, dass wir jetzt sofort demnächst eine Korrektur bekommen werden, aber dennoch, wie zum Beispiel Juli 2023, wenn wir uns in dieser Region bewegen, dann kann es dann natürlich bedeuten, dass wir uns immer näher an so eine Dip oder eine Korrekturmöglichkeit dann zubewegen. Und an der Stelle sollte man vielleicht nochmal an das Zitat von Warren Buffett denken: Der Aktienmarkt ist dafür da, das Geld von den Ungeduldigen zu den Geduldigen zu transferieren. Und das kann ich jedem Einzelnen nur ans Herz legen. Das ist die Lehre, die ich von den Aktienmärkten mitnehmen konnte. Wenn man Geduld hat, egal ob man im oberen Segment sich bewegt, also im Plus oder im Minus bewegt, dann wird man am Ende des Tages als Gewinner rausgehen. Also Geduld gehört zu den Aktienmärkten bzw. auch zu den Kryptomärkten dazu. Das werde ich auch immer wieder in vielen Analysen noch weiter erläutern. Wir sehen hier noch einen weiteren Indikator beim S&P 500, der uns jetzt aktuell zeigt, dass wir uns in einem Überkaufbereich befinden. Das an sich könnte, wie gesagt, kurzfristig natürlich darauf hindeuten, dass es jetzt vielleicht ein bisschen wackelig wird. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt mittel- und langfristig wackelig aufgestellt sind, denn wir können, sobald wir uns in diesem Bereich hier befinden, deutlich länger in diesem Bereich drin bleiben, als die meisten es eigentlich erwarten. Und normalerweise, wenn wir uns zum Beispiel hier aus diesem Überverkaufbereich nach oben hin bewegten, dann ist es auch tatsächlich so, dass wir dort einige Jahre verweilen. Also sofort danach hat man normalerweise nicht einen Crash. Es ist schon sehr eigentlich unüblich, dass wir im Jahr 2020 und dann sofort im Jahr 2022 einen Bärenmarkt hatten. So nah aneinander ist das Ganze normalerweise nicht üblich. Hier kommen wir einmal zu der Zukunft der Aktienmärkte bzw. zu der Zukunft der Investments, denn wir bewegen uns jetzt aktuell in diesem sogenannten AI-Cycle bzw. künstliche Intelligenz. Der Zyklus der künstlichen Intelligenz ist hier definitiv entscheidend und wir sehen auch, dass immer mehr Unternehmen in dieses Segment einsteigen bzw. es wird einfach beschleunigt von den Investments her. Immer mehr wollen natürlich an diesem Run partizipieren. Und daher sollte man auch dort ein Auge drauf werfen und versuchen dann, sich vielleicht auch in diesem Tech-Sektor zu platzieren. Wenn wir uns jetzt auch nochmal zum Beispiel anschauen, wie sich die verschiedenen Sektoren entwickelt haben in den USA, dann werden wir zum Beispiel erkennen, früher war es mal so 50 Jahre lang, dass der größte Sektor der Finanz- und Real-Estate-Sektor gewesen war.
Dann konnte man sehen, dass der aber runtergegangen ist. In der Zeit ist aber dann der Transportsektor hochgegangen, der ging auch runter. Dann ging der Energy and Materials Sektor hoch. Dann ging das Ganze auch runter und jetzt aktuell sehen wir, dass der Information Technology und Communications Sektor hochgeht. Lustigerweise der Sektor, zu dem ich auch schon sehr oft über einen ganz bestimmten ETF hier auf diesem Kanal gesprochen hatte, in den letzten Jahren immer wieder gesagt hatte, bester ETF, falls man einfach dumm Geld verdienen möchte, ohne einzelne Aktien zu analysieren. Meiner Ansicht nach ein sehr, sehr guter ETF, der in den letzten Jahren teilweise 200% Rendite abgeworfen hat, einfach geisteskrank als ETF so zu performen, schon sehr, sehr stark. Für uns entscheidend das Jahr 2024 und natürlich die Zinssenkungen durch die Fed beziehungsweise auch die weitere Entwicklung der Inflation. Jetzt aktuell sind die Zahlen ein bisschen heißer rausgekommen, als die Märkte es sich eigentlich erhofften und deswegen kann es auch durchaus sein, dass die Zinsen dann vielleicht doch nicht so stark gesenkt werden, wie wir es erhoffen, beziehungsweise auch noch weiter in die Ferne gerückt werden. Ich bleibe jetzt erstmal beim Juni und Juli, werde mir natürlich dann anschauen, was im März und im Mai gesagt wird von der Fed. Das könnte wiederum die These komplett verändern. Und um hier nochmal einen Abschluss zu finden mit den Kryptowährungen bzw. Altcoins, ich habe euch ja gesagt, die gehen jetzt gerade wirklich durch die Decke, aber ich hatte euch noch gesagt, Leute, ich persönlich werde nicht verkaufen, ich werde das Ganze aussitzen, denn wir sind noch nicht in der Altcoin-Season. Altcoin-Season, und das könnt ihr euch gerne screenshotten, sieht einigermaßen so aus, zum Beispiel Dogecoin im Jahr 2021 hat innerhalb eines Tages eine Verzehnfachung hingelegt und damals war er schon bei 1 Milliarde US-Dollar Marktkapitalisierung. Theta hat hier eine Marktkapitalisierung hingelegt, innerhalb von 3 Monaten von 1 Milliarde zu 12 Milliarden, ist einfach nur geisteskrank. Rune ist von 200 Millionen auf 5 Milliarden gestiegen und so weiter und so fort. Also ihr könnt euch das gerne mal alles durchlesen, ist einfach nur geisteskrank, wenn man sich das Ganze mal durchliest. Und daher sage ich ja auch, Altcoin Season ist noch nicht da, entspannt euch. Manchmal ist es einfach viel, viel besser, wenn man seine Wetten platziert hat, das Ganze einfach nur auszusitzen. Wie gesagt, Zitat von Warren Buffett, geduldig sein. Und ich persönlich plane im Jahr 2025 meine Früchte zu ernten. Bisher hat sich ja jetzt schon alles ausgezahlt, also ich könnte jetzt schon quasi krass im Plus aussteigen, werde ich aber noch nicht machen. Ich versuche hier wirklich ein Experiment mit euch durchzuführen anhand meines eigenen Geldes, damit wir dann beobachten können, ob das Ganze funktioniert oder nicht funktioniert. Und wenn meine Wette aufgeht, werden wir natürlich dann im Jahr 2025 das Geld anders umschichten, werden versuchen, das Ganze dann auch natürlich nochmal zu vermehren. Und wenn der Zyklus der Kryptomärkte dann weiter fortbestehen bleibt, dann werden wir das Ganze noch einmal wiederholen. Und im besten Fall könnt ihr dann auch alle daran teilnehmen und dann auch euer Geld extrem vervielfachen. Auf jeden Fall, falls dir der Content hier weitergeholfen hat und gefallen hat, kannst du mich jetzt komplett kostenfrei unterstützen. Einfach nur einen Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren mit Glocke. Dann bleibst du natürlich auch up to date und schreib mal gerne deine These und Meinung zu den Märkten unten in die Kommentare.